Hallo, herzlich willkommen zu diesem Capstone-Video über Gleichungssysteme. In dieser Aufgabe ist ein Gleichungssystem aus zwei linearen Gleichungen in den Variablen x und y elementarellen Zahlen gegeben. Die erste Gleichung lautet 2x plus 3y ist gleich 7. Die zweite Gleichung lautet 3x plus by ist gleich c, mit b und c ebenfalls elementarellen Zahlen. Nun die Aufgabenstellung. Ermitteln Sie diejenigen Werte für b und c, für die das Gleichungssystem unendlich viele Lösungen hat. Bevor ich das Gleichungssystem betrachte, möchte ich kurz eine so eine lineare Gleichung in zwei Variablen betrachten. Die erste Gleichung, die hier gegeben ist, ich nenne sie einfach Gleichung Nummer 1, lautet 2x plus 3y ist gleich 7. Und diese Gleichung kann ich als Gerade in der Ebene interpretieren. Ich habe diese Gerade hier in GeoGebra schon gezeichnet. Alle Lösungen der Gleichung, alle Lösungspaare der Gleichung 2x plus 3y ist gleich 7 sind Punkte, die hier auf dieser Geraden liegen. Es gibt unendlich viele Punkte auf dieser Geraden, unendlich viele Lösungspaare dieser ersten Gleichung. Ich möchte vielleicht einen dieser Punkte ausrechnen. Das kann ich tun, indem ich entweder für x oder für y einen beliebigen Wert einsetze. Ich setze einfach mal für x 0 ein, könnte jede Zahl einsetzen, aber 0 ist am leichtesten zum Kopfrechnen. Dann steht da 2 mal x, also 2 mal 0 ist 0, plus 3y ist 7. Wenn 3y 7 ist, dann ist y gleich 7 Drittel. Es ist ein Punkt auf dieser Gerade, der liegt zum Beispiel hier, 0 und 7 Drittel. Es ist auch ein Lösungspaar, x gleich 0 und y gleich 7 Drittel, ist eine der unendlich vielen Lösungen dieser ersten linearen Gleichung in zwei Unbekannten. Nun haben wir in dieser Aufgabe ein Gleichungssystem, das heißt zwei lineare Gleichungen mit zwei Unbekannten. Das heißt, es sind zwei Geraden in der Ebene gegeben. Und zwei Geraden in der Ebene können verschieden zueinander liegen. Sie könnten zum Beispiel sich in einem Punkt schneiden, hätten wir einen Schnittpunkt. In diesem Fall hätte das Gleichungssystem genau eine Lösung, ein Paar x und y, das beide Gleichungen erfüllt, oder grafisch gesehen genau einen Schnittpunkt. Die zweite Möglichkeit wäre, dass die beiden Geraden, um die es sich hier handelt, parallel sind. Das heißt, dieses Gleichungssystem hat gar keine Lösung. Die Geraden schneiden sich nirgends und es gibt keine Lösung. Die dritte Möglichkeit ist, dass die Geraden äquivalent sind. Das heißt, dass die eine Gerade praktisch auf der zweiten Gerade liegt. Das sind zwei gleiche Geraden. Zwei gleiche Geraden werden beschrieben durch zwei äquivalente Gleichungen. Und um diesen dritten Lösungsfall geht es hier in dieser Aufgabe. Wir sollten also die zweite Gleichung, die hier gegeben ist, so vervollständigen, dass das Gleichungssystem unendlich viele Lösungen hat. Ich schreibe die erste Gleichung einmal ab. 2x plus 3y ist gleich 7. Das ist die erste Gleichung. Die zweite Gleichung beginnt mit 3x und sollte zur ersten äquivalent sein. Und dann sieht man schon, der Koeffizient von x, der Zweier, wurde mit 1,5 multipliziert, um auf den Dreier zu kommen. Wenn ich also die ganze erste Gleichung mit 1,5 multipliziere, erhalte ich eine dazu äquivalente Gleichung, die, wie gefordert, mit 3x beginnt. Also 2 mal 1,5 ist 3, plus 3y mal 1,5 sind 4,5y. 7 mal 1,5 wären 10,5. Was habe ich erreicht? Ich habe hier ein Gleichungssystem in zwei Unbekannten, das unendlich viele Lösungen hat, weil die beiden Gleichungen einfach äquivalent sind, sie sind Vielfache voneinander. Damit ist diese Aufgabe auch schon gelöst. B war der Koeffizient vom y dieser gesuchten Gleichung, b ist also 4,5. C war die Zahl hier auf der rechten Seite der Gleichung, ist 10,5.